Ja, ich habe da, die habe ich da auch gerade Ach hingetan, so, weil okay. Na da war, die dann. waren halt vorher da nicht. Kann halt schon echt sein, so. Kommt hier eine Die hin? brauchen echt viel Licht, die Dinger. Ja, gut. Ja, Das ist sieht echt so aus, so. als hätten wir hier eine Hanfplantage. Habe ich auch kein Problem mit, das anzupflanzen. Ah, nö, also Quatsch. Oh, Scheiße. Satani ist auch Oh. exzessiver Konsument. Ja, auf jeden. Oh, diese ganzen Kackviecher hier. Oh, die Dings ist down. Die Hexe. Oh, hier die Knochen, die Trommel natürlich. Und es trainiert uns ein bisschen im PvP, was vielleicht auch nicht so schlecht ist. Genau. Aber Naja, naja. eine nette Höhle haben wir hier. Eigentlich ist das doch schon hier ein schön ausgehöhlter Raum. Zum Anpflanzen perfekt. Aber die, wenn Aber die so zu groß groß. sind, werden die schnell gefunden, ne? Das darf man nicht Große vergessen. Trefferfläche, ja. Ja. Aber Oh. Gold. Gold ist natürlich auch mal Da ganz oben nice. ist natürlich ein Block entfernt. Wo? Da oben. Sieht ein bisschen merkwürdig aus. Ah, das kann auch einfach gespawnt zu sein, weil warum sollte dieser Block ausgerechnet so weggenommen werden? Ja, keine Ahnung, wer weiß, was da war. Ja, 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 das wäre jetzt ja. Mutmaßung auf höchstem Niveau. Naja. So. Eisen, brauchen wir eigentlich überhaupt noch Eisen? Eigentlich nicht so, aber durchs Brennen bekommt man Le Level. Stimmt. Ein paar Start. Kohle. War eigentlich auch genug, aber auch Level halt. Genau. So läuft der Genau, genau. Hase. Ich habe voll Bock zu kämpfen, ey. Ich Auch wenn auch. ich Ich wahrscheinlich so auch. richtig verkacken werde, weil dieser PvP, diese Änderung im PvP, die komme ich überhaupt nicht klar. Ich habe hier Aber nochmal naja. 6 Bone Meal. Können wir die auf irgendwas draufziehen? Ja, wir können die natürlich einfach jetzt mal ganz rigoros auf unser Weizen machen, oder? Ja, hätte ich jetzt gesagt, oder? Ja, das ist vielleicht die sinnvollste. Ah, da oben ist ein Eisen, da gehe ich jetzt mal nicht hin. Ja, dann knallen wir die mal aufs Weizenroof, ey. Och, Mist. Das ist dann ein scheiß Eingang. So, ja, hier sind wir Naja. drin. So, wächst es jetzt hier ohne rauszufallen? Ah, perfekt. Zack. Ersten 2 Weizen. Yay. Ich kann ja mal gucken, was wie viele wir aus den Strohballen bekommen. Ach 13 ja, Stück. stimmt. So haben wir fast 2 Stacks. Oho. Hey, Fast hey. 2 Stacks. Das sind 2 Dias. Wir brauchen aber noch einen Stack dann. Noch zwei Was würde ich Stacks. dann. Wir brauchen 4 Stacks insgesamt. Wir brauchen eine Ach, stimmt. Diaspitzhacke und einen Diamanten. Ja, Oder nee, stimmt. 2 Diamanten. Oh. Boah, nö, das dauert. Das dauert ja. Wir müssen eigentlich Mobs farmen. Warum das? Ja, um Knochen zu kriegen, Bone Meal. Ja. Oder Eigentlich schon, wir oder? gucken, dass wir unsere Felder größer bekommen. Ich glaube, das ist erstmal sinnvoller, oder? Hast du denn noch Seeds? Na, das jetzt nicht. Wir können aber Ja. rausgehen und jetzt 1, 2, 3, 4. Ich glaube, Können wir hier auch links. machen. Ja, auch eine Möglichkeit, auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, wir machen heben jetzt auf jeden Fall das Feld aber noch aus, damit wir hier mal eine schöne Plantage haben. Ja. Und dann schauen wir mal. Genau. So, so So läuft der ist es. Hase. Ich mach mal Slash Team und gucke. Stimmt, das Ach gucken wir auch nee, mal. wie war das denn nochmal? Was muss man da eingeben? Slash Team ist ja nicht richtig. Also bei mir kommt da irgendwie Slash Help for More. Ja, hab's auch gerade ausprobiert. Ich weiß es nicht, du meintest es gestern Abend. Als wir noch unsere Analyse der gespielten Zeit durchführten, wie wir es jeden Abend machen. Ah. Wie war der Teambefehl? Ja, ich weiß es nicht mehr genau. Eieiei. Ich guck mal nach dem Fleisch und so, ob das da zu Ende. Oh ja. Oh ja, Sehr geil. oh ja. Brauchst du Essen? Wir haben jetzt wirklich echt viel Essen. Nee, ich brauche erstmal nichts mehr. Also ich hab Ich habe noch hier. 22 gebratenes Fleisch. Ja, habe ich 41 von. Heavy. Nice, nice. Läuft. So. Oh, und da nochmal 40 Eisen. Ja, das ist stark. Wie viel Level hast Ja. du? 17, du? 20, fast 21. Oh, Kohle meine.
Okay. So, zack, zack, zack. Haben wir noch Fackeln? Also ich habe noch 8 Stück. Erstmal nee sagen. Möchte nicht teilen. Du böser Typ. Mann, was ist los? So was lernt man nicht auf dem Gymnasium. Nee. Teilen ist wichtig. Religion, LK. Das Folgenende ist erreicht. War das jetzt eine Viertelstunde oder eine halbe? Eine Viertel war das, okay. Das waren 21 Minuten. Ah, okay. Also nach 21 Minuten ist irgendwie Folgenende. Was mir das jetzt sagen soll, ich weiß es nicht. So. Mensch, eine meiner spannendsten Aufgaben. Ja, aber das gehört halt auch irgendwie mit dazu. So. Dafür wird das nachher richtig cool mit dem Bass finden und so. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, ob wir so hart effektiv jetzt sind. Das kann man halt mega schwer einschätzen. Ja, aber... Ach, wird schon. Wird schon stimmen. Ich würde sagen, wir gehen gleich echt mal an die Oberfläche und holen Seeds. Ja, genau. Damit wir hier auch die Felder wirklich auch voll kriegen und das wachsen und gedeihen kann. Ja, genau. Das können wir eigentlich sofort machen. Also ich wüsste jetzt gerade auch nicht, was wir noch tun sollen. Ja, let's go. Es ist dunkel. Dunkel. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen hier, dass wir auch unseren Weg hier irgendwie markieren. Nein, scheiße, nein, nein. Oh, zumachen. Das fließt jetzt erstmal schön aufs Feld, ne? Oh. Soll ich nachgucken? Ja, guck mal nach. Ich mach das mal oben so, dass wir da besser rauskommen. Oh. Dann mach ich einen Stein irgendwo hin, damit das da nicht hin... Oh, wir haben Glück gehabt, ey. Okay, gut, sehr gut. Weil vor der Truhe sind genau 2 abgebaut worden. Das ist da genau reingeflossen. Sehr stark. Das ist eine gute Kombo. Also kann nichts passieren. Hoi, hoi, hoi. Ja, ich mach trotzdem mal hier irgendwo dazwischen auch nochmal einen. Ja, ja, also ich hab's jetzt so gemacht, dass man raustauchen kann. Ach ja, so ist ja perfekt. Ja, nice. Das sieht man von oben auch eigentlich nicht so. Nee. Wenn du da dann noch einen Erdblock hinsetzt. Ja, genau, dann lassen wir es natürlich erstmal offen, damit wir es finden. Aber wir sind ja auch echt schön nah an der Border, also eigentlich kommt man hier nicht so hin. Das Problem ist natürlich, die Chance nur geladen werden, wenn Leute in der Nähe sind. Und hier sind natürlich so häufig nicht Leute. Allerdings, wenn wir auf dem Server sind, wächst es natürlich. Ja. Also, wir sollten uns, glaube ich, eine Steppenlandschaft suchen. Hier ist es nicht so effektiv. Weißt du noch, in welche Richtung das war? Ja, ich glaube, die Richtung, in die wir jetzt gehen, ist gut. Ah, hier vorne. Da ist ein Schwein. Wollen wir die Tiere töten? Ja, also Fleisch würde ich immer mitnehmen. Das stimmt natürlich. Wird irgendwann eh keine Viecher mehr für irgendwo geben. Ja, deswegen, also jetzt erstmal Essen suchen und Seeds farmen. Genau. Und dann könnten wir vielleicht auch noch... brauchen wir eine Holzplantage noch unterirdisch? Nee, eher nicht. Nein. Nein, nein. Also so wie bei Bloody Cave Schokobos. Oder wie hießen die? Genau. Die Schokobos waren diese... ja, ich weiß es doch alles nicht mehr, wie das hier heißt. Kakaobohnen. Ja. Schokobos waren... Ach, wie hießen die? Die Tiere, ne? Genau, aber irgendein Modpack. Ja. Oh, hier boah. Schweine, ne? Genau. Heavy. Die armen Viecher. Oh nein, nein. Aber wir haben doch echt auch Glück gehabt hier mit den Kühen, ne? Ja, auf jeden Fall. Dass wir die da so schnell, relativ schnell hatten. Hier ist noch hier so ein sind der Kühe. Oh, hier ist einfach so krass. Hier ist ein riesiger Höhleneingang, aber obwohl, nö, das ist einfach nur so eine. Echt geil aus hier. Wo bist denn du? Irgendwo unterirdisch. Ach so, ja, ich sehe dich. Ein Loch drin. Lol. Das sieht ja crazy aus. Cool. Wir hätten uns mal vielleicht auf die Koordinaten achten sollen da hinten, ne? Weil nicht das, was gleich. Ja, doch, das finden wir. Ja. Ja, aber ich würde sagen, wir bleiben trotzdem da in der Nähe. Okay, dann. Ja, auf jeden Fall, wir sollten noch gucken, dass wir eine Steppenlandschaft finden, damit wir echt mehr. Also, wir müssen halt einmal zum Wasser und dann müssten wir das finden. Hast du hier Schafe hingetötet? Nein.
Ach ne, ein Wolf hat die getötet, weil hier noch ein Wolf daneben steht. Hier lag eben Fleisch rum. Naja. Ich nehm's mit. Easy. Hartes Fleisch, wie immer. Wie viele Seeds hast du? Nur 14. Ich hab 27. So. Ich bin nämlich jetzt auch gleich wieder nackt, soweit ich das jetzt hier beurteilen kann. Da hinten ist aber eine Steppenlandschaft, da will ich einmal noch schnell auf jeden Fall hinlaufen. Jo, mach das. Da geht es nämlich immer sehr, sehr schnell. Ich hab dich nur komplett verloren. Ah ja, doch, ich seh dich. Ah, egal, lass mal die Viecher erstmal in Ruhe. So, der Game. Also wenn wir jeder einen Stack hätten, das wäre natürlich... Das wäre schon... Ja, das wäre geil. So, jetzt gleich 30. Perfekt. Nice. Oh, hier können wir schön fahren. Sehr geil. Das ist natürlich so ultra langweilig, glaube ich, zuzusehen. Ja, ich glaube auch, aber das ist nun mal auch das Teil des Projekts. Man kann ja auch durch Videos so ein bisschen skippen. Also einen 5-Sekunden-Sprung, wenn es einem zu langweilig ist. Aber ich finde es halt auch immer ein bisschen doof, weil man kann irgendwie nie so richtig den Cut setzen, wenn man da so ein bisschen schneidet, weil man unterhält sich ja und dann ist ja irgendwie alles so aus dem Kontext gerissen. Hm? Ja, und ich weiß auch nicht, ob man hier so großartig cutten darf in dem Bild. Boah, das Skelett ist aber stark! Ja, aufpassen. Ach, übrigens noch ein Hinweis an die Zuschauer. Wir haben ja gedacht, dass Leute gestorben sind bereits in der ersten Aufnahme. Das haben die mit Slash Me gemacht. Also das war ein Joke. Witziger Mensch. Ja. Ja, wir haben es halt echt geglaubt. Ja, wir sind also ein bisschen blöd. So, ich hab jetzt einen Stack auf jeden Fall schon mal, das ist schon mal ganz gut. Aber da können wir sogar noch ein bisschen mehr. Ich hab auch schon mehr als einen Stack hier. Ja, aber wenn wir einmal hier sind, kannst du halt hier so rumshaken mit der Maus. Oh, da hinten sind schon wieder Kühe. Perfekt, more. Also Kühe sollen wir auf jeden Fall wieder alle mitnehmen, weil die sind einfach auch für... Oh, Creeper hinter mir. Aber hier voll die geile Region auch, ne? Ich komme mit diesem PvP noch nicht so klar, ne? Das ist schwierig. So, ich ich hätte jetzt 1,5 Stacks. Also das ist schon ordentlich. Ja, auf jeden Fall. Wie glaub ich? Hey, schon wieder so ein blödes Skelettvieh. Sicher, dass Friendly Fire an ist, oder liegt es einfach gerade nur daran, dass Friedensphase ist und wir generell keine Leute töten können? Friendly Fire ist kein, ist aus. Der Herr Balloon. Also. Den können wir doch auch. Balloon. Ist er alleine? Eigentlich nicht. Also, ich weiß es nicht. Kann ja sein, der macht einen Solo-Run. Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es dir nicht sagen, ich habe jetzt auch gleich 1,5 Stacks. Ja, das schickt auf jeden Fall. Gut, ich würde sagen, wir laufen wieder rum, damit wir das anpflanzen können. Ich töte noch die Kuh. Halleluja verlassen, okay. Hat vielleicht nochmal geguckt. Ja, was wäre da, wer alles so drauf ist, ob alles da ist. Einfach mal die Lage checken. Oder der wollte wegen, damit das wächst. Kann das sein? Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass... Weil es ja Aufnahmepflicht am Server, der kann ja dann nicht einfach so wieder reingucken. Ja, eigentlich schon. Naja, egal. Ich würde sagen, wir gehen zurück. Ja, ich würde, ist das nicht hier links einfach jetzt entlang? Im Wasser entlang? Nee. Echt nicht? Nee. Okay. Wir müssen durch diesen Wald durch. Alles klar. Ich folge dir. Also glaub, ich doch so knapp hier. Creeper. Bist du dir wirklich sicher? Ich bin mir ziemlich sicher. Okay. Miri ja, 33. Ja, guck mal, hier ist doch die Schlucht. Ja, stimmt. Aber ich glaube, dann wäre man halt einfach nur außenrum so gegangen. Ja, wäre jetzt auch nicht. Ich weiß, dass ich falsch eingestellt habe. Steuerung. So. Bin dann nicht da. Halloween ist wieder back. So,
perfekt. So. Wieder meine alte Einstellung. Bist du hinter mir noch? Nee, ich bin vor dir wahrscheinlich. Okay. Ich laufe halt einfach komplett geradeaus. Ja, das ist natürlich auch eine Idee. Und da lag eine Blume. Ja, dann machen wir wieder schon auf jeden Fall. Und mein Schwert ist kaputt. Und ich sehe Wasser. Mein Schwert ist kaputt. Warum ist dein Schwert kaputt? Warum ist dein Schwert kaputt? Bist du ein PvP-Boy? Weil ich auf ein Platt geschlagen habe. Ich hoffe, ich laufe jetzt noch richtig, weil hin bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Ah, dahin scheint aber Wasser zu sein. Ich sehe Wasser, aber ich kann jetzt nicht zuordnen, wo unsere Stelle so war. Also da muss ich ja dieses Zeug da finden, dieses komische, ne? Für die Stelle. Ah, ich bin auf jeden Fall... Also ich bin richtig. Hab ja ein Boot, ich hab ein Boot. Ich schwimme auf jeden Fall schon mal hin. Ich weiß sicher, dass du so richtig gelaufen bist? Weil ich sehe dich halt auch noch überhaupt nicht. Nee, ich bin mir nicht sicher. Scheiße, Mann. Ich bin mir hinten eigentlich auch nicht so. Also irgendwo hier muss es sein. Da, ich hab's gefunden, perfekt. Ich weiß nicht, ob ich dir Koordinaten sagen soll, weil nicht das I, also das Folgen gucken nicht erlaubt, aber es ist ja immer so, dass dann irgendwie... Na egal, ich hab die Koordinaten eh schon eingeblendet. Minus 780, Michael minus 390.